Hallo, liebe Leute, ich mache mir ganz schnell eine Aufnahme. Ich spreche extra leise, um die Ameisen nicht zu stören. Ich hoffe, bei dem ganzen Gewackle kann man das gut erkennen. Meine Camphornotus Cosmicus sind gerade Fliegen am Verspeisen. Und ich befürchte, Fliegen leben noch zum Teil. Da vorne kann man es vielleicht noch erkennen. Naja. Fliegen sind irgendwie schwer zu töten, also ist unglaublich, was sie aussagen. Man glaubt ja immer, wenn man Fliegen so erschlägt, dass sie sofort tot ist. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe echt etliche schon gehabt, die danach weiterflogen. Unglaublich. Aber das sind extra aus der Zoohandlung habe ich mir die geholt, wie man vielleicht erkennen kann. Weiß den Namen gerade nicht, auf jeden Fall sind so Zoohandlungsfliegen sind das jetzt. Kann man sich holen, sich für 3 Euro etwa. Gibt es günstig zu kaufen. Gerade im Winter, wenn man gerade keine Fliegen hat, ist das, glaube ich, sehr, sehr günstig. Ich versuche gerade jetzt selbst Fliegen zu züchten. Ups, na, kann man schaffen. Jo. Tut mir leid, dass es ziemlich wackelt und ziemlich unscharf ist. Weil das ist leider mein Mikroskop, was ich gerade in der Hand halte. Und deswegen ist er immer ab und zu so unscharf und es wackelt auch ziemlich, weil ich in der Hand halte gerade das blöde Mikroskop. Aber nur so kann man es sehr gut erkennen. So, genießt mal die Bilder. Ich habe jetzt 22 Ameisen jetzt. Das sind jetzt 22 Stück. Sie sind sich kräftig im Vermehren, haben schon jede Menge Puppen. Guck mal, die sind richtig am Genießen, ey. So. Ja, ziemlich gewackelt, aber. Ja, ranzoomen kann ich jetzt nicht. Ich kann den Mikroskop schlecht verstellen. Aber ich denke, das genügt, kann man so schön sehen jetzt. Die Kräfte. Ja. So. Ja. Gleich seid ihr durch. Okay. So, das war's auch schon. Viel Spaß bei das Jahr 2016. Es wird noch spannend. Bye.